Herzlich willkommen zur Slumpdance-Aufführung beim 15. Internationalen Festival für computergestützte Kunst. Ich bin der Thomas Dumke, ich leite dieses Festival und wir haben uns viele interessante Künstler eingeladen. Ihr werdet Anne Seidel sehen können, ihr werdet Prokopa Tonicek sehen können und natürlich die Aufführung Slumpdance. Ich bin der Klaus Nicolai, ja, der ehemalige Gründer seiner Art. Ich beschäftige mich seit ein paar Jahren bei uns im Transmedia-Labor mit interaktiven Bildklangräumen. Wir versuchen, das Klangereignis dort entstehen zu lassen, wo der Körper wirklich mit dem virtuellen Klangraum interagiert und es zugleich überall hörbar zu machen. Auf diesem Prinzip basiert auch die Performance, die heute Abend uraufgeführt wird, Slump Dance. Slump ist Absturz, Verrutschung. Ja, hat etwas zu tun auch mit Börsensturz. Im ersten Bild spielt das Drehen, sozusagen die grundlegende Rolle des Drehen, kommt aus den Ritualen, aus den Derwischtänzen, aus den Bewegungen, die die Kinder spontan machen, aber auch das Dirndl dreht sich. Das zweite Bild geht ein auf die Reibung zwischen einem funktionalen körperlichen Bewegungsablauf, der sehr linear ist. Und dann gibt es ein drittes Bild, wo die Tänzerinnen in ihrer Fleischlichkeit am Boden liegen und von dort aus eine Art Auferstehung des Körpers praktizieren oder und von dort auch wieder immer in Interaktion mit dem Klangraum versuchen, eine Körpersprache zu finden. Am Ende sind es nur noch diese vom Computer generierten Klänge, die zwar von den Körpern ausgehen, aber die letztlich dann eine eigene Welt bilden. My name is Prokop Bartoníček. I'm an artist from Prague and Berlin, and I was invited by Signet Art to present my vibrator here. It's a luxury-looking, custom-made object made of glass and metal with electronics. It's basically wirelessly connected to the world's biggest porn server. Every 30 seconds, a vibrator check the situation of views per second. So the machine is creating kind of research in real time. And every 30 seconds, vibrator get new informations and compare this informations with the past ones. It's showing how much people watch porn. If the vibration activity is like very, very intense, then it means that the interest into pornography in this moment is higher than a few 10 seconds before. Come closer. With swirling sounds. Ich bin Anne Seidel, ich komme aus Dresden, ich bin Dichterin und ich mache dieses Jahr zum ersten Mal ein Medienkunstprojekt auf der Signet Art 2011. Das Projekt heißt Sound Memories und es handelt von der Erinnerung an Sound. Die Gedichte habe ich vor einem halben Jahr geschrieben und die handeln ganz konkret von Erinnerung an Sound. Also nicht nur so von Geräuschen, sondern direkt auch von Geräuschen, die in der Vergangenheit sind. Und wenn man jetzt aus der Ausstellung rauskommt, hat man schon wieder eine akute Erinnerung an Sound. Also man kann rausgehen, die Augen schließen und sich vorstellen, was man gerade gehört hat. Der Sound verändert sich mit der Zeit immer weiter, bis hin zu totalen Frequenzen. Am Ende hört man nur noch Frequenzen und liest die Worte. Die Worte sind aber der Sound. Like a silver sea. Come closer. Be good.